Die Arbeitsgruppe Baustofftechnologie um Projektleiter Professor Dr. Winfried Malorni forscht an der Hochschule Wismar im Bereich der Baustoffkunde. Hierfür hat die Arbeitsgruppe das Raman-Mikroskop. Dieses wurde aus dem Fonds für regionale Entwicklung finanziert. Die Raman-Mikroskopie ist eine Methode der Molekularspektroskopie, die uns Aufschluss darüber gibt, aus welchen Verbindungen die Stoffe, die wir untersuchen, bestehen. Die Methode ist eingeführt, schon sehr breit in der Pharmazie, aber noch nicht in der Baustoffkunde. Und insofern betreten wir hier ein bisschen Neuland. Jacqueline Geruschke, Labortechnikerin an der Hochschule, möchte mithilfe des Raman-Mikroskops Kalksandstein auf seine Zusammensetzung analysieren. Hierfür setzt die Labortechnikerin die Probe auf den kleinen Objektivtisch im Mikroskop. Hinter verschlossener Tür tastet ein roter Laserstrahl einen vorher bestimmten Bereich des Kalksandsteins ab. Anhand der entstehenden Peaks werden die einzelnen Zusammensetzungen bestimmt. Ihr Kollege Dr. Jan Heeg untersucht die Kalksandsteinprobe mit einem Röntgendiffraktometer. Das 10 Jahre alte Gerät hat eine umfangreiche Materialbibliothek. Auch hier kennzeichnen die Peaks die mineralische Zusammensetzung nach prozentualen Anteilen. Seit August 2020 wird die Raman-Anlage genutzt. Die Arbeitsgruppe bedient mit ihrer Forschung ein wichtiges Feld in der Gesellschaft: Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz. Die Nachhaltigkeit, indem wir Recyclingstoffe, die bisher Abfälle waren, sinnvoll und gleichwertig in die Produktion neuer Baustoffe einführen. Und zwar ganz konkret geht es hier in einem Projekt um Kalksandstein. Kalksandstein wird bisher ausschließlich aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt. Wir ersetzen einen Teil des Bindemittels Kalk durch Rezyklate. Etwaige Recyclingstoffe stammen beispielsweise aus dem Porenbeton. Die Hochschule Wismar erlangt durch die Raman-Spektrometrie neue Kompetenzen und Wissen im Bereich der nachhaltigen Baustofftechnik.